Apfelkuchen, und zwar gedeckter Apfelkuchen à la Oma und Opa schwäbische Art. Stellen Sie sich vor, es ist nass, regnerisch, Herbst, kühl, kalt, klamm. Und die Stimmungslage Ihrer besseren Hälfte ist ähnlich grau-schwarz eingefärbt wie die Natur. Was können Sie dann tun? Sie stimulieren mit einer ganz legalen Droge das limbische System Ihrer besseren Hälfte, also Hypothalamus, Hippocampus und Amygdala, und produzieren einen physiologischen Neurotransmittersturm durch eine massive endogene Freisetzung der Glückshormone Dopamin und Serotonin, aber auch der Endorphine und des Oxytocins. Hier ein dafür ärztlich empfohlenes Rezept, nämlich für einen Apfelkuchen gedeckt, schwäbische Art à la Oma und Opa. Eventuell bestehende Allergien sowie Störungen des endogenen Insulinhaushaltes sind zu berücksichtigen. Hier nochmals zusammengestellt die Ingredienzien für unsere legale Zauberdroge. Und nun zur geheimnisvollen Mixtur. Wir nehmen 200 Gramm Mehl, hier Dinkelmehl. 40 Gramm Zucker, hier fein gemahlener Rohrzucker. Dann 125 Gramm Butter, hier von glücklichen heimischen Biokühen. Ein Päckchen Vanillezucker, hier Bourbon-Vanille, 8 Gramm. Und ein Teelöffel Backpulver, hier einer Firma, die besonders verträgliches Backpulver vertreibt. Eine Prise Salz, hier mikroplastikfreies Bergsalz. Ein Ei, hier der Gewichtsklasse M, also Mittel, die mit 53 bis 63 Gramm definiert ist, von freilaufenden Biohühnern aus der Region. Er quirlte, rührte und mixte und fand eine Mischung, doch eine verflixte, denn ein Schäfchen, das sie zufällig schluckte, sich kurz darauf als glücklich entpuppte. Zum Herausnehmen des Teiges die Finger gut mehlen, so hat es schon mein Großvater als Bäckermeister immer gemacht. Und dann einwickeln in Backpapier und ab in den Kühlschrank und 30 Minuten ruhen lassen. Backform mit gut schmeckendem Klebstoff bestreichen, hier Biobutter. Wir haben hier eine Springform mit 28 cm Durchmesser. Darauf kleben wir etwas Mehlstaub von unserem Dinkelmehl fest. Und dann ca. 850 Gramm von derjenigen Frucht, die es uns wert war, aus dem Paradies vertrieben zu werden. Da Gegensätze sehr häufig einen gewissen Reiz ausüben, auch im gustatorischen Sinne, süß-saure Mischungen haben ihren besonderen Reiz, nehmen wir hier für unseren letztlich süßen Apfelkuchen säuerliche Äpfel und hier nehmen wir ganz besonders geeignet Boskop-Äpfel. Die Äpfel werden geviertelt. Und das Kernhaus wird ganz sorgfältig ausgeschnitten. Nichts ist lästiger, als im Apfelkuchen nachher doch noch Reste eines Kernhauses zwischen den Zähnen zu haben. Und auch später noch entdeckt, die Reste einer Apfelschale müssen noch exzidiert, also herausgeschnitten werden. Auch bei Äpfeln gibt es wie im täglichen Leben Brutto und Netto. Brutto hatten wir ca. 850 Gramm Boskop-Äpfel. Und wir wollen sehen, was ist unser Netto, wie viel Abgaben mussten wir zahlen. Es sind noch ca. 700 Gramm übrig, also 20% Abgabe ungefähr. Dann noch den Saft einer halben Zitrone. Da wir nicht wollen, dass eventuell ein Kern der Zitrone durch die Löcher der Presse rutscht und letztendlich zwischen den Apfelschnitzen verschwindet und im Apfelkuchen landet, die Zitrone in ein Gefäß auspressen, kontrollieren, dass sich dort kein Zitronenkern befindet und wenn das nicht der Fall ist, dann den Zitronensaft über die Apfelschnitze geben. Die im Zitronensaft enthaltene Ascorbinsäure, sprich Vitamin C, reduziert die Oxidation an den Schnittflächen und hält dadurch die Apfelstücke länger schön hell. Ordnung ist das halbe Leben. Da nehmen wir 3 Eier unserer besagten glücklichen Biohühner, und zwar vom lokalen Erzeuger.
die also nicht hunderte Kilometer transportiert werden müssen, entsprechende Emissionen verursachen. Die drei Dotter in ein relativ kleines Gefäß und dazu 80 Gramm unseres feinen Rohrzuckers. Dies ist deutlich weniger Zucker, als mein Großvater vor ca. 50 Jahren für dieses geheime Familienrezept verwendet hat. Aber in der Zwischenzeit wissen wir, all Ding ist Gift und nicht Gift. Allein auf die Zuckermenge kommt es in diesem Fall an. Jetzt holen wir unseren Teig aus dem Kühlschrank und machen ihn platt. Circa 20% schneiden wir uns ab und asservieren diesen Teil. Der Rest wird noch weiter ausgedrückt und dann kommt er in die bereits bemehlte Backform. Der Boden wird noch ein bisschen weiter ausgedrückt, ausgedünnt. Und hier am Rand, da fehlen einige Stücke. Ach, Gott sei Dank, wir haben ja noch was. Und das wird dann hier an die freien Stellen noch anmodelliert. Nochmal ein bisschen Finger bemehlen, damit sie nicht am Teig kleben bleiben. Und dann ganz wichtig, die Ecke unten, der Übergang vom Boden an die Seite. Da muss der Teig ganz dünn sein. Da drücken wir hier mit dem Finger nochmal fest in die Ecke. Alles nochmal ein bisschen egalisieren und wir sind fertig und können unsere nicht oxidierten, noch schön hellen Apfelstückchen, die mit Ascorbinsäure benetzt wurden, auslegen. Wir legen die Apfelschnitze relativ dicht und etwas überlappend aus und verbleibende Lücken, die füllen wir noch mit kleinen Apfelschnitzen oder mit Apfelschnitzen, die wir vorher zerbrechen, aus. Und letztendlich legen wir alle unsere Apfelschnitze, die ca. 700 Gramm wogen, auf dem gesamten Boden aus. Was fehlt jetzt noch für einen gedeckten Apfelkuchen? Na, die Abdeckung. Wir nehmen unsere drei Dotter, die mit Zucker aufgeschlagen wurden, geben dazu unser steif geschlagenes Eiweiß und jetzt noch entweder ein bisschen Mehl oder besser Mondamin, 3 Esslöffel Mondamin. Mondamin ist Maisstärke und gibt dem Ganzen etwas mehr Steifigkeit. Das geschlagene Eiweiß muss nun vorsichtig untergehoben werden, ohne dabei allzu viel Luft aus dem steif geschlagenen Eiweiß zu rühren, also nicht kräftig mischen, wie es hier nun bei dieser Zeitrafferdarstellung vielleicht den Eindruck ergeben könnte. Und nun verteilen wir diese Abdeckmasse ganz vorsichtig auf unserem Apfelkuchen. Und nach dieser Abdeckung haben wir dann einen gedeckten Apfelkuchen. Wer hätte das gedacht? Vorsicht ist nicht nur die Mutter der Porzellankiste, sondern auch des gedeckten Apfelkuchens. Also nicht die ganzen Stücke hier nun übereinander schieben, gleichmäßig verteilen und voilà! Hier haben wir sozusagen den Rohling eines gedeckten Apfelkuchens. Jetzt noch den Herd vorbereiten. Das Backgitter so positionieren, dass sich später der Kuchen ungefähr in der Mitte des Backofens befindet. Noch die Heizart einstellen. Wir nehmen Heißluft. Wir stellen auf 160 Grad. Dann den Ofen vorheizen. Dann noch die Backzeit von 60 Minuten eingeben und dann schieb in den Ofen rein. Das sieht schon jetzt genauso gut aus, wie die ganze Küche riecht. Und dann kommt der lang ersehnte Moment. Unser gedickter Apfelkuchen ist fertig. Schön abkühlen lassen und erst dann die Springform öffnen. Hallo Spatzi, Überraschung, es gibt Apfelkuchen extra für dich. Beginn der Stimmungsaufhellung und Ende des Videos. Fast Ende des Videos. 5 Minuten später wünscht man schon Nachschlag.